Sozialismus, freies System, wir kommen! Was machst du denn? Wir hauen ab, wir sind im Fahrstuhl. Ups, ich kann übrigens nicht Auto fahren. Drei Worte, die ich heute nicht von dir hören will. Kapitalismus, Schweinesystem, Vietcong. Schon klar. Und keinen Alkohol. Ich trinke nie im Dienst. Ja, ich sag mal, der Name ist an sich besonders Schnapspraline. Es gibt ja ganz viele Pralinen, die Alkohol enthalten, aber die nennt man halt nicht unbedingt Schnapspralinen. Mhm. Und deswegen haben wir uns da was ausgedacht mit ein bisschen Krapper als Schnaps, so dass ich denke, das passt ganz gut zum Film. Ja, erstmal gibt es eine tolle Fanbase für den Film. Da ist es naheliegend, was Schönes zu machen. Ich suche mir gerne Partner. Mhm. Die Kinderkiste und vor allem Kaffee Vetter, Herr Vetter, waren total begeistert, gleich dabei für eine Kooperation. Ich finde das jetzt nicht so verrückt, Schnapspralinen zum Film zu machen. Der Film ist schon schräg genug. Und dann kann man das Spiel auch weiterspielen. Also jeder von uns hat seine Expertise eingebracht. Herr Vetter die Schnapspralinen, die Kinderkiste die Spiele. Und es wird ein kleiner, kurzer Spieleabend vor dem Film stattfinden. Also es ist ja auch eine OP-Schnupperpremiere. Die OP ist also auch im Boot. Wir haben uns alle zusammengetan und jeder tut das, was er am besten kann. Wir zeigen den Film, ihr macht den schönen Bericht, er macht die leckeren Schnapspralinen und die Kinderkiste organisiert die Spiele. Das Känguru-Universum ist einfach vielseitig und das gibt 4, 5 kleine, kurze Spiele, die man wunderbar bei uns im Kinofoyer spielen kann. Es gibt natürlich auch die größeren, die man mit nach Hause nimmt und dann einen richtigen tollen Spieleabend alleine macht. Mhm. Aber bei uns im Kino sind es halt die Känguru-kürzeren, kleinen Spiele. Also Schnapspraline ist ja ein Überbegriff, es gibt ja solche und solche und ich finde, das sind die leckersten, die ich je gegessen habe. Guten Appetit. Ich bin Kommunist. Was sind Sie so? Ich bin Anarchist. Cool. Dann können wir Freunde sein bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig. Kapitalismus, Schweinesystem, wir kommen!